So, da kemi një mesafir shumë special, është shumë i njoftë në Zvicër. Absolutisht. Ka emën kretë Zvicëran të njojnë, është politikan i suksesshëm i Parlamentit Federal Zvicërës. Edhe tash edhe pak ftojmë këtu në Folship Show për me fol për situatën politike në Kosovë. Pa tjetër që ta ftojmë të flasim edhe për situatën politike, por edhe për gjendjen aktuale në Zvicër rreth koronavirusit. Sepse ka politikan në Zvicër që janë zviceran, por ju intereson edhe politika e Kosovës ose e Shqipërisë ose e Shqiptarisë, pra marrin pjesë edhe kanë kontakt me disa politikanë të Kosovës, sidomos ky personalisht ky deputeti që kemi sonë zviceran, që është për herë të dytë në Folship Show-un, ka kontakt edhe me politikanë të Kosovës, edhe e ndjek nga afër politikën e Kosovës. Mirë, por në momentin e rrëzimit të qeverisë, Kurti ka bërë dhe një status në Facebook-un dhe në Instagramin e tij. Ai quhet Cedric Vermut. Me big up. Ne jemi aq serioz sa e ftojmë një deputet parlamentit dhe e bëjmë rrek këto vlla. Er kësa, me zënë sënë serios i zandik me të ndër nacionalra ati i latën në të nlafë që ishë më ty që rap. Alles klar? Donke. Herëzik vëllkomen, mirë të erë në Folship Show për të herë në dytë Cedric Vermut. Kënarësi e jona që të kemi për sëri, edhe jeni politikan një mirë që keni i marështë mirë dhe të shqiptare, dhe pra nej po kemi me dëshirë me të ftu herë pas herë në fakt. Zuerst einmal herzlich willkommen, danke vielmals, dass du die Anfrage angenommen hast und dass du heute vorbeigekommen bist. Und du bist eine wichtige Person, auch für viele Albaner, die in der Schweiz leben. Und darum ist es für uns auch eine weitere Freude, dass wir dich nochmal da haben können und mit dir reden können. Danke. Sehr gerne. Das paar Jahre hier ist mir die Familie Juhe, was kennt ihr schon prägen nach der Situation, nach dem Virus? Zuerst hoffe ich, dass du und deine Familie natürlich gesund ist und nicht betroffen ist von dem Coronavirus. Absolut, wir kämpfen ein bisschen alle mit dem gleichen Problem. Aber das ist gut, mit jedem Problem momentan. Aber sonst bestens. Au, du hast ein Problem. Ein bisschen. Aber ich habe wirklich ein Problem, ein seriöses Problem. Ja, nein, ich kann noch die gleichen Hosen anlegen. Pardon, muss mir welche Pantole denn jetzt? Ja, scheiße, um welche Form, wo ich wäsche, damit ich kann schkütschen, man muss mir... Ja, ist schon aufgehört. Er hat nur ein paar Seiten und jetzt müssen wir aufreisen, dass er mehr Platz hat. Puh, das ist das Problem und alles Fitness ist zu. Ja. Das stimmt, aber kannst du heim machen, wenn du tust. Musst du mal Strudel spielen, aber das. Nein, wenn keine Frau in keine Moment, keine Motivation. Keine Motivation, wenn keine Frau. Ich wollte schauen, viel Frau im Fitness und nachher ich mache viel Pumpe. Kannst ja da vorne dran. Aber keine Frau. Ja. Sind das Schiptag im Fitness schon mit? Und wo fährst du wieder? Ja, Schiptag, muss ich auf jeden Fall gehen. Und nuk kam ku marrë vullnet në qovë se si shofë një 23 femra në fitness, pas taj shkoj kjo bosi, kishe t'u i dhonë në zërë atje. Bona pak në dirës, këthejna të shpia pa bosan. Në që një biografi që kurt për këtë të tërë? Po, absolutisht. Këto kurt së fërdi, cu është aurë, vëtë këfëllet në një këndë kurt së këllin një biografi vër lazë, dhe si gjusët vetë u pish. Cedric Vermut është një nga politikanët matë njoftë në Zvicër, ka qenë kryetari Parti Socialisteve të ri Juzo edhe nën kryetari Parti Socialdemokratë në Zvicër. Pre vitit 2019, Cedric Vermut është antari Parlamentit Federal, dhe më thënë Nacionalrat, i bjenë gjermanisht. Temet të ti janë politik për njerëzit, jo për lobbyizm, masa në klima dhe ruetje në ambientit për një shëndetësi të mirë. Cedric Vermut ka kryuar një grup parlamentar bashkëpunim Kosovë-Zvicër në Parlamentin Federal. Sot, këtu për herë të dytë në Folship Show, Cedric Vermut. Tip top! Cedric, si mundëm me u drejtu Cedric po të rirë? Cedric, qëfar pëndohë me koronavirus? A jenë në gjarje, a se ju politikanë të keni motepër informacione përse se sa ne popullitisht, qëfar pëndohë? Was pasjet momentan me tëm koronavirus, arsa e dere dhe politik, këndë felicht nëma me informacione nësë mërë të jajfak pëfëllkëri. Si pas mëndimit tënë dhe të partijës tënë dhe SP, a janë marë masat e duhra nga shteti helvetik, pra për të parandaluar këtë pandemi? Tindere meinik na, në felicht të meinik fë dhe SP na, sind richtige masnamen troffe vorde jetës im rame fë dhe pandemi dhe Schweiz? Das ist eine extrem schwierige Frage. Es ist das erste Mal, dass wir das erleben. Und wir werden im Nachhinein müssen schauen, es ist die Frage im Raum, hat man zu spät reagiert. Was hat schon Pütje investiert, dass du massiv profondierst in dieser Situation? Wir haben geschürt, Resultate. Resultate, das habe ich mir vendost.
Po ato masa që kanë bërë për shnetin e njerëzve janë të mirë dhe janë kont duhur me bëu ato, po tash çka ndodh në të ardhmen, sidomos ekonomikisht hala nuk dihet edhe se çka duhet më bëu në të ardhmen, ajo hala nuk dihet. Janë mbyllur gastronomia, është hapur supermarketet janë të hapura, janë të hapura karburantet. Pra, a nuk është rrezik edhe në supermarket, pra edhe po punohet pa maska në supermarket, pra nuk lejohet me pas maska shitësit. Këtë nuk mundem me kuptu, Cedric, se prandaj kam dëshirë të marrim mendim tondin. Pra, kjo është një virus që të ngjitet automatikisht kur ke kontakt me dikon, ndoshta edhe prej lekëve. E kur jep shkëmben lekët, kosurin, blen ose shet. Punëtorët e supermarketeve nuk kanë maska. Pse nuk kanë maska? A nuk janë të rrezikuar ata dhe a nuk janë njerëz ata ose a nuk e marrin ata infeksionin? Çfarë mendimi ke ti për këtë? Kena, sa dia sin ja par sa hëkshlosë vore vetëm i shpëldi kanë gastronomi, und viele andere Läden und schöstige Institutionen. Und er sagt aber, etwas, was halt immer noch offen ist, sind Tankstellen, Läden zum Beispiel. Und dort ist ihm aufgefallen, dass die Leute, die dort arbeiten, im Detailhandel, dass die oftmals keine Maske haben. Absolut. Und er sagt, dort kann sich das Virus gleich weiterverbreiten, zum Beispiel auch mit dem Bargeld und anderen Methoden. Mhm. Was ist deine Meinung zu dem? Ist dort eine Gefahr rum aktuell? Ja, natürlich. Also ich glaube, das ist auch das Faszinierende an dieser Krise quasi, dass jetzt die kleinen Leute wirklich das Land retten, mhm, im Bereich Gesundheit, im Detailhandel, auf den Baustellen. Mhm. Und dort muss unbedingt so viel möglich gemacht werden, um die zu schützen. Po thot, kjo është e vërtet, edhe kjo është shumë e fascinon, po thot, sepse kjo kalzon se njerëzit e vegjel, do më thënë ato që s'kanë ashtu shumë fuqi që s'jam telitis, e majnë këtë shtetë, do më thënë ato që punojnë në baushtel, ato që punojnë në përdugonja, këto njerëz që janë relevant për sistem. Meine Haltung ist ganz klar, ich etwas kann sagen, es wird jetzt immer diskutiert, Wirtschaft oder Gesundheit. Mhm. Und ich glaube, wir wollen beides. Und die Gesundheit der Leute kommt zuerst. Mhm. Und überall dort, wo man es nicht einhalten kann, die Gesundheitsvorschriften, dort muss man im Moment zutun. Es wäre verantwortungslos. Ich habe momentan schon diskutiert, ob man mal Schnitt in den Jahren war, an Ökonomie. Ökonomie. Ich habe gesagt, wenn du nicht diskutierst, hast du es auch schon mal ein Zeichen, dass man ein Schnitt in den Jahren war. Ich habe gesagt, dass man nicht mehr ein Schnitt in den Jahren war. Ich habe gesagt, dass man nicht mehr ein Schnitt in den Jahren war. Das ist das, was ich habe. A është më rëndësishme të mbrohet shteti apo ekonomia? Pra njerëzit në supermarkete këtu në Zvicër ose nëpër tankstella ose ku diun punojnë pa maska. Pra është i rrezikuar shëndeti tyre. Pra shteti nuk ka marrë një vendim për me rujt shëndetin e punëtorëve, por ka marrë një vendim me rujt ekonominë. Më rëndësishme se sa shëndeti, a është kjo normal apo nuk është normal, se s'u marr vesh nga këto politika, por ta di pak të mendimin e politikanit zviceran. Genau, er sagt, ist die Wirtschaft jetzt schlussendlich gleich über die Gesundheit der Leute, weil wenn er schaut, zum Beispiel in all diesen Läden, in diesen Supermärkten, die Leute, die arbeiten, die sind ja auch dieser Gefahr ausgesetzt. Ja. Hat man dort in diesem Fall wie quasi zugunsten der Wirtschaft gegen die Gesundheit der Leute entschieden, oder? Es gibt halt Bereiche, die quasi überlebenswichtig sind. Mhm. Also die grosse Mehrheit der Menschen muss können irgendwo essen, einkaufen. Mhm. Die Frage ist, werden dort die Massnahmen umgesetzt, die man kann. Masken sind umstritten. Mhm. Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, eigentlich, dass gerade bei den grossen Detailhändlern das relativ gut funktioniert mit der Distanz halten. Mhm. Aber wenn es zu Einzelfällen kommt von Verstößen, dann ist das inakzeptabel und dann muss die Polizei auch einschreiten. Was sagst du, ein paar Scharen, die nicht tun, man passt einen Mund ziehen, man kommt blödig, da muss man ausstimmen, hier sehen. Edhe atje ku nuk mujnë mi majtë ato masa, nuk dihet hala për shembull për maskat, po thojnë, sa mujnë me mbrojt njerin, ajo nuk dihet hala, edhe atje ku mujnë me mbrojt njerës, atje pa tjetër duhet me bo shteti diçka për mi mbrojt hala ma shumë. Po pra, dhe po thëmë onë, të pakën punu se punu, të punojnë me maska, sepse është një krizë që ka kaplu botën, jo vetëm... Er sagt, also wenn sie schon arbeiten müssen, dann sollten sie doch wenigstens mit einer Maske können arbeiten und sich möglichst gut können schützen können. Also sie können mit Masken arbeiten, aber Masken sind, und ich muss da den Experten glauben, umstritten unter den Epidemiologen. Es gibt die, die sagen, wenn man eine Maske trägt, wird man unvorsichtig und darum ist es sogar kontraproduktiv. Aha, ja. Ehrlich gesagt, ich weiss es auch nicht. Also die Küvet, du kannst keinen Star, oder du kannst nicht ein Perchin, kann jetzt schon so in eine Maske, dann hast du nicht mehr in Distanz, und du kannst nicht mehr in Distanz, und hast du mehr dann zu zählen in die Maske, hast du halt mehr Risik, als du mehr in die Maske. Ich habe die Idee, aber du kannst keinen Star, oder du kannst mehr. Mu përgjeqë ekspertët. Po ti shëti tash i kryesori i vendimareve në Zvicër, pra i bundit në Zvicër. Qëfar, a kishe marrë në një mas tjetër më ndryshe se sa që po miret në këto momente?
Du als wichtiger Politiker in dem Land bist ja auch ein wichtiger Entscheidungsträger schlussendlich. Würdest du andere Massnahmen treffen jetzt in der aktuellen Situation? Also hättest du etwas anderes gemacht, wenn du jetzt da noch ein bisschen mehr Spielraum gehabt hättest? Nein, also es sind Fehler gemacht worden in der Vergangenheit. Mhm. Wir haben ähnliche Fehler gemacht wie andere Länder. Wir haben zum Beispiel im Gesundheitswesen zu viel gespart. Wir haben dort heute schon ein Personalproblem, zu wenig Pflegerinnen und Pfleger. Und das zeigt sich jetzt in dieser Krise. Das hätten wir vor längerer Zeit müssen anders machen. Kurzfristig ist vieles richtig gelaufen. Ich habe Kritik im Wirtschaftsbereich, aber gesundheitspolitisch hat man, glaube ich, richtig gelaufen. Was hat, ich dachte mir, ja, man rüsche Paravirus. Man schürt, man passt voll Personal, man passt voll Systeme, schon die Zorn funktioniert. Edhe po thot, atje ishtë dasht me bo ma shumë këta kritikon, amo këto masë që i kanë marrë, që i kanë bo që tash, këtë kohën e krizës, këto i kanë bo mirë, po thot. I kanë bo mirë. Nuk e di a e ndjeni apo jo, ne si shtet jemi shtet i vogël, Shqipëria, mirë po jemi shtet i vogël, por jemi me njërës të mëdhej, pra dhe me zemër të madhër. Shqipëria morë një vendim ta që në këtë kohë krize, dhe në këtë kohë rreziku dërgoi 30 mjekë në Edirama, pra Shqipëria e Shqipërisë, në Itali për ndihmë. Mendimi juaj për këtë? Wir sind ja Kosovo und Albanien sind ja eher kleine Länder in Europa, aber er sagt, wir sind doch Leute mit einem grossen Herz, wenn ich nicht direkt übersetze. Und er hat gesagt, Albanien, also der Edirama, hat dort beschlossen, dass 30 Ärzte nach Italien geschickt worden sind aus Albanien, um dort zu helfen. Was ist deine Meinung zu dem? Also es ist zuerst einmal eher erschreckend, wie lange das Europa und europäische Länder in der Union gebraucht haben, um zu reagieren, solidarisch. Auch die Schweiz übrigens hat am Anfang vor allem Grenzen zugemacht. Und das ist genau das, was gefehlt hat und was ich sehr begrüße, dass das Symbol, aber auch Ernsthaften von der internationalen Solidarität, die Pandemie, kann nur gemeinsam gelöst werden. Also nur die Pazienten sagen, dass du dir sagst, dass nicht mehr solidarisiert die anderen Städte in Europa. Also was dort passiert, die Masse, zum Beispiel, sieht schon gerade auch gut aus. Ich dachte, man muss schon mal hören, dass schon mal solidar die Städte in Europa sind. Dann muss Shqipëria ka bërë mirë. Das heißt, Albanien hat das gut gemacht. Sicher, das ist eine sehr schöne. Nein, ich glaube, das sind die Gesten, die jetzt auch Mut machen. Und es ist bezeichnend, dass oftmals Länder, die in einer schwierigen ökonomischen Situation sind, schneller reagiert haben als die Reichen. Das ist beschämend, aber es ist ein Zeichen, wie klar das für viele Leute ist, wie schwierig die Krise für viele ist. Also, die Popa Theater, mir kann reagieren. Das ist schon interessant, wenn man passt, die Städte, die an Matt werfen, kann reagieren, mehr später oder mehr mir, als die Städte, die an Paare. Bile, me duket schon interessant, një Italian në Itali, në balkonin e shtëpis ti, me një vegël muzikore, që si atë jemërin, ka luajtur edhe hymnin kombëtar të Shqipërisë, në shenjë respekti dhe falënderimi ndaj Shqipërisë për ndihmën që i ka dhënë Shqipëria, ndihmën simbolike, Italisë në këto kushte të vështira, biles patëm dëshirë që ta ndjekim bashkë, pse jo? Falënderit shumë italianit dhe italise, urojmë që të kalojë situata edhe në Itali dhe në gjithë botën, sa më shpejt edhe të normalizohet gjithçka. Cedric Vermo, të kalojmë pak të politika e Kosovës, sepse jeni politikan në Zvicran që merë shumë me politikën e Kosovës, ke muhabet me politikan kosovar, dhe duam të dim pak a shumë mendimin tëndë edhe mendimin e 6 apo 7 deputetve Zvicran që kanë dalë kundra mocionit mosbesimit në Kosovë në këtë kohë. Pra, Zvicra, disa deputet, keni deklaruar edhe lexoje pak statusin që është i shkruajtur pikërisht nga Cedric Vermut Marash në Instagramin e ti. Ich lese jetzt den Post, den du gemacht hast. Ich habe ihn übersetzt auf Albanisch zur aktuellen politischen Situation in Kosovo, damit die daheim auch wissen, was dort gestanden ist. Postimi se drikit në Facebook, sot është një dit e zezë për Kosovë. Në elita e vjetër e korruptuar e ka keq përdor krizën e koronës për të rifituar pushtetin. Për një flirt të shkurtër me administratën e kraut të djath Trump, ajo trahtoj demokratikën. Trump do t'i heq ato me njëheri pasjaj nuk ka më nevoj për to. Jam zgjenyër nga sjellja e prezidentit Thaçi dhe roje së vjetër të LDK-s. Ata i vendosin interesat e tyre mbi interesat e njerëzve në Kosovë. Njerëzit nuk do të harrojnë këtë radhëti dhe do t'ju mbështesim për të rikthyer Kosovën në rrugën e lirisë dhe demokracisë në vend të korrupsionit dhe sundimit klanor. Në afat të shkurtër,
kjo do të duhet të ketë pasoja. Zvicra duhet të merë në konsiderat nëse dhe edhe si dëshiron të punojnë me pushtetarët e vjetër dhe të ri. Zvicra do të merë në konsiderat nëse dëshiron të bashkëpunojnë me pushtetarët e vjetër apo të ri. Qa do të thotë kjo i dashur? Genau. Du eshe kshlepe qvic, also vi cem, ungefere vortlut, muss luege wie und ob sie jetzt mit der neuen alten Regierung von Kosovo wird wollen zusammenarbeiten. Wie kann man das verstehen? Also, wir haben versucht, vor der Krise einen neuen Ansatz in die Schweizer Politik zu bringen und zu sagen, wir müssen die Beziehung zwischen Kosovo und der Schweiz auf Augenhöhe auflöpfen. Ein sogenannter Whole-of-Government-Ansatz, der gesagt hat, viel mehr partnerschaftlich. Okay. Und was jetzt passiert, ist ein Rückschlag für diese Strategie, definitiv. Parase mendoth kjo, kto kan mendoth që politik se Zvicra duhet me bashkëpunu me një mardhenje, dhe më thonë me një nivell të njajt me Kosovën, edhe me fol me Kosovën me një nivell të njajt, barabartë. Edhe kjo u kon ideja që e kanë pas, po tash, mas që kanë ndryshu këtë situatë politike në Kosovë, nuk dihet se çish bëhet në të ardhmen. Po. Nuk dihet se çish bëhet në të ardhmen. Me vajsit se net op të sezoha durekfyrt vartë, vi das die Idee gsi ish uf Also im Moment ist es sicher eine schwierige Situation. Es herrscht eine grosse Verunsicherung in der Schweizer Politik darüber, ob der Weg von Demokratie und Öffnung fortgesetzt wird im Kosovo. Und das ist die grosse Unsicherheit. Man hat sehr viel Hoffnung gesetzt in die neue Regierung von beiden Parteien übrigens. Und jetzt im Moment herrscht vor allem eine Überraschung und eine Enttäuschung über das, was passiert ist. Po, dhe më thënë, kam pas shumë besim në qeverin, në të dy parti që janë konë qeveri tashmal me vetëvendosjen, dhe masi që kam pas shumë besim tash nuk djetë ashtë hala ashtu, dhe më thënë, zvetëran që janë nuk janë sigur, dhe më thënë, kanë hu pak sigurin për gjendjen në Kosovë. E kanë hu pak sigurin për gjendjen në Kosovë. Kuptoj, adër, Elita e vjetër e korruptuar e ka keqpërdorur krizën e koronas për të rifituar pushtetin. Për një flirt të shkurtër me administratën e krahut djathtë Trump. Që të thotë kjo? Pra, flirt i shkurtër me administratën e krahut djathtë Trump. Du që kshlebe ka di alt elite, di korrupte Elite hat die Corona-Krise ausgenutzt, um wieder an die Macht zu kommen, quasi. Und das wegen einem kurzen Flirt mit der rechten Trump-Regierung. Wie muss man das verstehen? Also ich glaube, es ist etwas ganz Wichtiges, Missverständnis, das man nicht haben darf. Also ich kenne niemanden im Kosovo oder in Albanien, der anti-amerikanisch wäre. Das wäre absurd von der Geschichte. Aber die Idee, die Trump-Regierung habe quasi eine langfristige Partnerschaft angeboten, wenn man einen Deal findet mit Serbien, die ist sicher falsch. Das Einzige, was Trump will, ist ein schneller außenpolitischer Erfolg für den Wahlkampf in den USA. Der interessiert sich überhaupt nicht für die Entwicklung von Kosovo. Das ist total normal, dass in Kosovo noch keine Anti-Amerikan für die Historiker. Aber das noch erste Wertet, Ky po thotë se Trumpi veç pëdon me pas një sukses në politikën e jashtme në Kosovë, një sukses të shpetë, por nuk e ka interesin për me zhvillu Kosovën edhe me zhvillu bashkëpunimin me Kosovën në të ardhmen. Do më thanë, sa s'ka më nevojt për Kosovën, i lenë. Was ich da vielleicht dazu sagen ich verstehe auch bis zu einem gewissen Grad absolut Frustration mit Europa. Und Europa hat grosse Fehler gemacht. Europa hat zu lange unter anderem den Kosovo erwartet. Die fehlende Aufhebung von der Visa-Restriktionen war ein Fehler. Und jetzt zahlt Europa auch den Preis für das eigene Versagen. Also es ist nicht einfach so, dass die Trump-Regierung jetzt das ausgenutzt hätte, sondern man hat den Kosovo zu stark den Amerikanern überlassen. Und mit dem Präsidenten zeigt sich, wie gefährlich das ist. Also edhe Europa ka faj, sepse nuk kanë bashkëpunu me Kosovën ashtu që duhet, edhe nuk ja kanë liberalizu vizat të plot të tjerë. Edhe do më thamë, kjo është edhe njani prej arsyeve pse kjo ka ndodhë në Kosovë, edhe Europa ka një faj në këtë situatën. E ka një faj në Europa? Genau, also die EU, also Europa an sich, trägt da eine Mitverantwortung. Absolut. Ich finde es und ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass wir, wenn die amerikanischen Wahlen durch sind und wir hoffentlich einen anderen Präsidenten haben, dass wir dann wieder einen gemeinsamen Ansatz finden. Also ich glaube, es gibt durchaus in der alten Administration, aber auch jetzt im Team von Joe Biden oder anderen Leuten,
wo das Interesse des Kosovo im Zentrum steht. Aber beim Trump ist es definitiv seine parteipolitische Agenda. Edhe po thotë se tash edhe pak kur bojna pe zgjedhet në Amerikë edhe po ka shprej që ka më ndryshu prezidenti, ka më konë dikush tjetër, atëherë apet kanë më zhvillu bashkëpunimit me Kosovën, sepse ka edhe tjera politikanë që dojnë më bota shë prezident, për shembull Joe Biden e ka përmen, që donë më zhvillu Kosovën edhe donë të mirën për Kosovën. Ich glaube, das Beispiel, ein Satz, einfach, oder das, was sich daran zeigt, wenn sich Trump-Regierung wirklich würde für den Kosovo interessieren, dann würde man das Selbstbestimmungsrecht von dem Land und von der Demokratie akzeptieren und nicht derart viel Druck aufsetzen für eine einseitige politische Entscheidung. Und das ist für mich der Beweis, dass es ihnen um ihre eigene Agenda geht und nicht um eine funktionierende Republik. Nëse për një me kishë pas interes Amerika për më zhvillu Kosova, jo kishën dhanë mundësin për ma shumë vetë vendosje, për më zhvillu shteti vetë, edhe kjo i kalzonë se nuk e ka për një me për poplin e Kosovës, po e kanë vetëm për interesat politikës të Amerikës. U rëzua qeveria Kosovës në kohën më krizë të botës, pra gjithë bota po lufton me një pandemi të cilën është vështirë me i dalë mane, Kosova mori vendim me rëzu qeverinë. Kjo qeveri, si pas mendimit Cedric Vermut, politikani suksesshëm në Zvicër, u rëzua shkaku i shkarkimit të ministrit Agim Veliu, shkaku i takses 100%, e rëzoj Amerika, apo u rëzua vetë me vetëdashje, apo e rëzoj pra kjo elita si që quen ti të korruptuar? Genau, jetzt in der weltweit eine von der grössten Krisen der jüngsten Zeit, oder, ist jetzt die Regierung gestürzt worden in Kosovo. Er sagt, was sind da alles die Gründe? Ist es, Amun ist er nicht mit mir? E rëzoj pra shkarkimi i Agim Veliut, ministrit që rëzoj Albin Kurti, të entfernik vom Agim Veliut, e rëzoj. E shkarkoj, më falë, e shkarkoj ministrin për i fjalë goje, e rëzoj taksa 100%, pra, që nuk e hoqin ndaj Serbisë. 100% coll, also ishte të entfernik vom Agim Veliut. E rëzoj Amerika, Grenell, Trump, apo u vetë dorëzua, apo e rëzoj kjo elita që thuti? Genau, also ishës ti elite në Kosovo kësi, ishës të entfernik vo Magim Veliu kësi, sind es ti 100% cëllë vo se rëhobe ka hënd, ishës të USA kësi mit të aktuelle regjerik, oder ishës von alaj, ishës pisinë politisht kësi. Për mos të dalë për balë gjitha këtyre sfidave që e presin? Genau, was, oder hëtë si sich selber gestërë, sej dhe cëmë jetës ti ufgabe vo si vor sich hënd, nit mësën in Angriff ne, was sind da gründë? Also ich glaube, die Frage zeigt schon ein bisschen die Antwort. Das ist eben sehr komplex und auf verschiedenen Ebenen. Pythia, po thot, e jep edhe për gjigjen, sepse po kalzon që është shumë komplekse në shumë mënyrat e ndryshme. Einerseits wird der Kosovo nach wie vor missbraucht als Ort, wo andere geopolitische Interessen ausgetragen werden. Das ist sicher die erste Ebene. Das hat Jan Ast, Städte der Tiere kitsch per Dor in Kosovën per Interesse an Geopolitiken dvet. Also ist Jan Ast, po. Zweitens hat die neue Regierung, und ich habe da beim Wahlkampf in der Diaspora 2-3 Mal dabei gsi in der Schweiz. Was hat Jan Kon plot partiert in Rüschme, die kann meit Positionen nicht. Und dann nicht in dem. Nun kannst du mit dem Partia Sozialdemokraten aus Cedric, wo Jan plot partiert in Rüschme, und dann gatti kriegt er wieder Schweizer, die kann man die nicht. So gut. Und das sind auch viele Leute, die werden sagen, wo politisch gar nicht auf der Linie vom Albin Kurti sind, beispielsweise, sondern wo das mitreiht, haben sie Bezügung. Und die Reaktionen sind zu 99% positiv. Ja, edhe plot, po thot, politikan që kanë kretë tjetër pozit në krasim me Albin Kurtin, edhe ato që mendojnë kretë në ryshë politikisht, e kanë pas mendimin e njajtë, më thanë, për këtë situatë. Të guptojnë. Atër, Zvicra qysh në luftën e dytë botërore nuk a kanë zjeru kur ushtrinë e saj në rrugë, ose nuk ka shpallë në gjendje të jashtëzakonshme. Tani në këtë kohë të pandemisë është pallë gjendje jashtëzakonshme dhe ushtria e Zvicrës është në rrugë. 8.000 ushtarë kanë dalë në rrugë. Si të më Zweite Weltkrieg hat die Schweiz nie das Militär müssen aufbieten, so wie jetzt. Und jetzt hat es 8.000 Soldaten aufgeboten im Rahmen von dieser Krise. Në Kosovë, presidenti Kosovës kërkoj gjendje jashtëzakonshme që të nxjerrë edhe ai ushtrinë në rrugë, por kryeministri, ish kryeministri, ose kryeministri në detyrë, Albin Kurti, nuk e pranoi gjë të tillë. Ti si politikan neutral dhe zviceran, ishe që në Kosovë të shpallë gjendje jashtëzakonshme, apo jo? Und der Präsident in Kosovo wollte auch eine Notlage ausrufen, eigentlich wie in der Schweiz, damit er dort auch das Militär aufbieten kann. Und Albin Kurti hat dann dagegen entschieden, hat das nicht wollen. Was ist deine Meinung zu dem? Also ich glaube, die entscheidende Frage ist ja,
gibt es eine Begründung für den Antrag oder die Idee von einem Ausnahmezustand. Und man kann es drehen, wie man will, aber der Kosovo hat in der Region auch mit Abstand am schnellsten reagiert und kann auch in dieser Krise eine ziemlich gute Situation vorweisen für einen Staat, der, das darf man nicht vergessen, knapp nicht einmal, was ist es, 2000, ja, ein paar Jahre alt ist und für das relativ gut reagiert hat. Darum habe ich nie das Gefühl gehabt, dass das ein ernsthaftes Anliegen ist. Was hat nur kapas Freak per Kosovo, wenn sie sagen, kapas Masa, che kamar Kosova, oder schon heret, kann reagieren schon mehr, was hat schon positiv. Oder nur ist das, also du findest, man hat nicht nur Militär aufbieten oder so, sondern du hast gefunden, man hat es eigentlich im Griff gehabt. Ich habe gefunden, so. Was man von den Zahlen weiss, und das wird auch international bestätigt, ist positiv. Darum ist der Verdacht sehr nahegelegen, dass der Ausnahmezustand ein politisches Manöver ist und nichts zu tun hat mit der Gefährdung von der Corona-Krise. Also, Gendia Urgent, das ist ein Kippermann für ihn, auch kann man schon die Manöver Politik, selbst wenn die Nummer in Kosovo, der Coronavirus, die haben positiv im Kreis mit jeder Städte. Und ich habe gesagt, man passt, dass man reagiert, dass man keine Risse in Kosovo in dieser Situation hat, mehr als mit jeder Städte. Pra, kjo ka qenë është që mos të shpallë i gjenjerë zakonshme. Also, du warst denn dafür, die Notlage nicht auszurufen in Kosovo? Ja, ich glaube, man hat ja der gesundheitspolitische Notstand quasi ist erklärt. Die Leute haben sich auch sehr gut daran gehalten. Und es ist doch erstaunlich. Es gibt kein Land, sonst ich kenne noch in dieser Krise, der Staatspräsident gegen quasi die eigene Regierung versucht hat, die zu entmachten. Und das halte ich für einen verantwortungslosen Versuch. Der Popel ist schon mehr reagiert in Kosovo. Er hat gesagt, dass er nach der Rasti ein paar in Europa kann, ein Präsident reagiert in Russland als Cheveria. Da muss man sagen, dass mit Amar Fucin Cheveris in dieser Situation, da muss man sagen, dass die Städte in Europa skandalös sind. Cedric, wenn du in Kosovo bist, dann bist du direkt in der Wettvendosien. Wenn du in Kosovo wärst, wärst du gerade Teil der Wettvendosien geworden. Nein, das weiß ich nicht. Din çfarë do të thotë fjala Wettvendosje? Weißt du, was Wettvendosje bedeutet? Ja, selbstverständlich. Natürlich, so viel Albanisch verstehe ich. Patjetër, po thotë. Ka shumë ding. Frika dhe ajo që populli s'mundet me kuptu. Na është instaluar në tru. Është rrëzuese nga frika që po na prish me Evropën nga Amerikë, se ne gjithmonë kemi pas mbështetje dhe ne si popull kemi frikë nga armiku, se ne jemi mundu, kemi jetu dhe jemi coptu nga armiku gjithmonë, jemi sundu nga armiku gjithmonë, dhe ne si qadër mbrojtëse kemi Amerikën dhe Europën, e kështu që ndoshta një farë forme kur ne tashi në këtë kohë kemi mendimet tona dhe kokën e fort me hecë ndritimin tonë pa pytë miqtan në disa vendime, është frika madhe që ndoshta na prishën raportet me Amerikën dhe Europë, pastaj ujku në të dera e kemi. E tani, këtu jemi në dilemë, a është kjo arsyeja që është rëzu kjo qeveri, a ose dilema tjetër, kjo si që po thuan ti elita korruptuar që dalin të larat e të palarave të 20 viteve më rallë, edhe mund të jetë kjo shkaku që është rëzu qeveria. Pra, këtu s'po mundem me kuptu asë ne si popullë. Genau, seit mehr als Bevölkerung, vor allem die, die in Kosovo leben, für die ist es mega schwierig momentan, weil sie wissen jetzt wie nicht, ist es eben wegen der korrupten Elite, dass jetzt die Regierung gestürzt worden ist, oder ist es, weil der Albin Kurti, und das weiss man, und sein Ruf eilt ihm auch voraus, nicht den Interessen von der EU, der USA oder der anderen Freundeninteressen entspricht, sondern in dem Sinn eigentlich eher vielleicht stur ist und so seine Position durchzieht. Und ist das vielleicht ein Grund, auch wieso die Regierung gestürzt worden ist, weil jetzt vielleicht die Bevölkerung auch Angst hat, dass wir uns wie verscherzen mit Europa, mit den USA und eigentlich denen, die wir als Verbündete sehen in dem Sinn. Und könnte ein Grund sein, dass quasi wie aus der Angst genau die Verbündeten zu verärgern oder halt zu verärgern und quasi nachher wie den Feind vor der Haustür zu haben in dem Sinn. Ich glaube ja und nein. Der Kjo muss man gar nicht erzählen, oder? Und zwar in dem Sinn nein, als erstes, weil ja die europäischen Staaten sehr klar reagiert haben. Also Frankreich hat sich geäußert, Italien hat sich geäußert, die Schweiz hat sich geäußert. Die europäische Berichterstatterin aus dem Parlament hat sich geäußert und zwar klar gegen das Misstrauensvotum. Okay, po thot edhe jo, do më thonë nuk kanë edhe po edhe jo përgjigje, po po thot po argumentimi pse jo, është sepse plot shtete në Evropë janë kanë kundër votimit të mosbesimit. Shtetet e ndryshme, veli lande sind të shredi kësi të është parë? Also, Deutschland hat sich geäußert, Frankreich, Schweiz, Franca, Zvicra kanë reagu kundër votimit të mosbesimit. Do më thonë,
Die zweite Wichtige ist für mich, dass jemand wie eine Frau Osmani, Parlamentspräsidentin, die nicht meine politische Familie ist, sich aber auch klar positioniert hat. Und sie ist für mich Teil von einem positiven, hoffnungsvollen Aufbruch im Kosovo. Was hat denn in jeder Situation mit Mokanze Sonja Osmani, edhe pse e ka kret një mendim ndryshe politikisht në ashtë asa jo, edhe ajo ka reagun njajt edhe ka vendosë ndryshe për Kosovën? Und das dritte, glaube ich, dritte Punkt ist, ich glaube, es ist jetzt an der Bevölkerung die Frage zu beantworten. Ich glaube, die einzige richtige Antwort auf diese Krise ist jetzt warten, bis Corona vorbei ist. Und dann braucht es immer sicher neue Wahlen. Und dann muss die Bevölkerung die Frage beantworten. Wird mir sein, dass man nicht mehr bot als Publikum so etwas hast, man prägt dir, dass die Profundung dieser Krise und dann nicht mehr passt, ob es gjede të reja, po thot. Po, absolut. Si ka mundësi që Europa, si Gjermania, dhe disa shtetet tira, po janë kundra mocionit mosbesimit, pra do më thonë kundra rëzimit qeveris, nga nga tjetër bëjnë presion për ta hequr taksen ndaj Serbisë, edhe Amerika, edhe Europa, kur ti thotë jo. Wie kann es sein, dass genau die Länder, die sich eigentlich gegen das Misstrauensvotum ausgesprochen haben, wir haben es erwähnt, Deutschland, Frankreich etc., aber auch genau die gewesen sind, die zum Beispiel auch gegen die 100% Zölle gewesen sind, die Kosovo Serbien auferlegt hat. Ist das nicht ein Widerspruch, sagt er? Ja doch, aber die ganze Politik von Europa gegenüber dem Kosovo ist hochgradig widersprüchlich. Dann die Politik Europas mit Kosovo hast, kann schon Gabime. Der Kosovo ist leider von einem Grossteil auch von den europäischen Staaten nach wie vor nicht als selbstständiger Staat respektiert. Kosovo aber hat eben den Titel so, dass die Plot steht, dann drüschmeldet, dieser steht, dass Europa es allein nur kann nicht oft, sie steht die Bewahren. Und es hat eine Veränderung von der Position von den meisten europäischen Staaten, das haben wir nicht vergessen in den letzten Wochen. Wo durchaus der gute Wille von der Regierung anerkannt haben, in die Logik von Reziprozität hineinzugehen. Ich persönlich finde das absolut richtig. Der Kosovo muss reklamieren, auf Augenhöhe akzeptiert zu werden. Von der EU, von Serbien, von den USA und auch von der Schweiz. Popa, so, der Reziprozität hast du keinen Zischung gehabt. Der Pilot steht in der Rüstung, ein paar Kleinen geht positiv. Der Pilot hast nicht ein paar Kleinen in Zischung, der Wette kackt mit dem, du hast mir passt Mardanien, du hast barabart, meine Nivelle. E po, atëherë, pse na dalin kundra, pra? Edhe Amerika edhe Europa thonë hiqe taksen pa kushte. Pra, kur ti thotë mos ta heqim pa kushte, pa vendosur për citetin, kështu edhe elita në Kosovë politike thonë hiqe, dhe më thonë LDK-ja, jo Alianca AK-ja, edhe PDK-ja thonë hiqe, edhe Europa dhe Amerika hiqe, nga ana tjetër, nuk presin pra me mbështet këtë parimin... Genau, dhe nebe hetës par... Par Parteje in Kosovo, wie zum Beispiel LDK getan. LDK, PDK. LDK, PDK. Genau, wo die Zölle möchten entfernen wieder. Und ganz viele andere Länder auch, die Regierung in den USA und so weiter und so fort. Also sowohl die USA als auch Europa, die sind ja für genauso die Reziprozität zwischen den beiden Ländern, zwischen Kosovo und anderen Staaten. Ah, ist das Wort geschrieben, aber ja. Ist das, stimmt das, sagt er? Wobei, nein. Also ich glaube, die amerikanische Administration, also der Grenell vor allem, hat klar eine andere Position angeschlagen und vom Kosovo einseitige Massnahmen verlangt. Übrigens ist die Regierung in den letzten Tagen ja jetzt tatsächlich auch dem entgegengekommen. Aber da verstehe ich die Regierung. Ob im Moment am Anfang die Erhebung von diesen Zöllen richtig war, da kann man diskutieren. Aber dass es in der Auflösung eine Perspektive braucht, für eine Gleichgewichtung und für eine Akzeptanz auf beiden Seiten, das ist richtig. Und dass da Europa, das habe ich am Anfang gesagt, zu lang zugeschaut hat und sich nicht für eine gleichberechtigte Auflösung von dem Problem gelöst hat, das ist definitiv. Was hat Amerika per Schemmel Grenelli checken mit Permann? Nein, nur gekackt mit dem. Nein, Kavendos in Russland, nur gekackt mit der Reziprozität, denn Kavendos hat schon dort mehr reagiert Kosovo. Also, was hat Kiosch nicht abimt, dass die Tierra steht in Ashtarakan von Europa? Po, kjo administrata Trumpit, si e ka mardonin me Zvicrën? A ka mirë dhe me Europën përgjësi? Genau, die Trump-Administration, wie ist die Beziehung von der, zu den Ländern in Europa, zum Beispiel zu der Regierung von der Schweiz? Ja, die Regierung von der Schweiz hat sich eigentlich immer mit allen sehr gut arrangiert, leider. Die Cheveria Zvicrës, man kredet schon mir. Per Fatkeq. A do ndodhi diçka tjetër mbas kësaj pandemia? Pra globale flasim. Wird irgendetwas Globales passieren nach dieser Krise, die man voraussehen kann? Das mit Sicherheit. Aber es ist noch völlig offen, in welche Richtung. Po,
që ka mendohet diçka është pa tjetër, diet, por se në cilin drejtim hala nuk diet. Hala nuk. Eigentlich im Wesentlichen zwei grobe Optionen. Mhm. Ka dy Optionen, po thot. Die eine Option ist, man wird sich bewusst, es braucht eine globale, demokratische Form von der Regierung, zum Beispiel eine Vorbereitung von einem Gesundheitssystem, das global funktioniert. Okay, njana ist, dass du mir passt in eine Politik global, zum Beispiel ein System schändet, das funktioniert in den Boden. Und die andere Variante, und das ist die gefährliche, wir haben eine Rückkehr zu einem dumpfen Nationalismus, wo zum Beispiel sagt Europe first oder Germany first oder USA first und wo sich Differenzen zwischen den Ländern zuspitzen. Ich schließe nicht aus, dass das auch eine Option ist. Die Option in Deutschland ist, dass die Schnuckipel Chenjan Nationalismi, die Pushvillot aktuell ist, dass Europa Namas Pari, oder Sizilien steht Namas Pari, das ist nicht hier. Po ka shpresë që nuk ndodh kjo më shumë. Cedric Vermut, e dua një mesazh prej teje për qeverinë aktuale në Kosovë. Më ka një botshaft von dir für die aktuelle Regierung in Kosovo. E dua një mesazh për opozitën aktuale, pra elitën opozitare aktuale në Kosovë. Genau, und dann noch für die Opposition in Kosovo auch noch eine Botschaft, separat. E dua një mesazh për shqiptarët në përgjithësi. Und dann noch eine dritte Botschaft für alle Albaner. Also ich glaube, es ist für alle die gleiche Botschaft. Ich will mich nicht einmischen in die innerkosovarische politische Entscheidung. Ich habe per kritische Message in nicht. Aber okay. Nuk dun muss per se, also man darf in Demokratie politik. Ja, aber, aber ich glaube, eine ehrliche Freundschaft heisst auch, dass man Kritik offen äußert. Përthot, një shoqëri e vërtet duhet me leju kritiken me mujtë me shprej. Und für mich wäre die Botschaft für beide die gleiche. Es ist jetzt nicht Zeit, die Situation eskalieren zu lassen auf dem Buckel von der Corona-Krise, weil das schadet der Mehrheit der Bevölkerung in Kosovo. Also, përthot, Message ist njajt për qeverinë dhe për opozitën, se kjo situatë nuk guxon më shfrydzu për interesat politike, se kjo e dëmton popullin e Kosovës. Und es gibt, und das wäre die letzte Botschaft für die Bevölkerung und für alle, glaube ich, in der Schweiz, nicht nur, aber auch in der Schweiz, eine starke politische Mehrheit, die den Kosovo unterstützen will, die in Partnerschaft, die dann auch nie wird fallen lassen. Und ich plädiere stark dafür, dass man diese Freundschaft unter demokratischen Staaten weiter pflegt und sie nicht riskiert aufgrund von kurzfristigen parteipolitischen Überlegungen. Und das soll für alle gelten. Die Message fundet, dass Qeveria Zvicrës edhe popullit politika në Zvicër donë me bashkëpunu me Kosovën edhe me pas një shoqëri të fort për bashkë këtë në të ardhmen edhe nuk donë me riziku këtë shoqëri që ka me Kosovën për arsye të këtij situatës. Tania, do bashkëpunoni me çdo lloj qeverie që merr pushtetin në Kosovë një lloj apo jo? Würdet ihr mit allen Regierungen in Kosovo zusammenarbeiten, egal welche das es ist oder nicht? Es kommt jetzt natürlich darauf an, wie sich die Situation weiterentwickelt. Wenn sich zuspitzt, dass vor allem versucht wird, einen politischen Willen, den die Bevölkerung klar geäußert hat, bei diesen Wahlen zu umgehen, dann habe ich selber ein Problem. Also, die Wahlen zwischen der Situation. Nicht, dass es schiebt, dass die Elitepolitik in Kosovo nicht zentral ist, dass sie dann dann Popli Kosovës, atëher është situata pak më ndryshe dhe nuk e din a bashkëpunojmë me ta jo. Aber wenn am Schluss von dieser Krise die Bevölkerung von Kosovo in freien und fairen Wahlen entscheidet, dass sie eine andere Regierung will, dann würde ich mit dieser selbstverständlich auch zusammenarbeiten. Po, në qofë se kur kryet që kjo krize virusit, Kosova vendosa pit me pas zgjedhje dhe me pas një tjetër qeveri, atëher me qatë qeveri që zgjedh Popli Kosovës, ma ata donë me bashkëpunu. Vielen Dank, Herr Vermut. Danke vielmals. Che ishën von Ship Show, falim derit shumë që i përgjigjësht ftesës tonë. Danke vielmals, dass du të kopisht und danke vielmals für das Gespräch und mit dir können ha. Edhe kemi respekt për ty i dashur, të urojmë shumë suksese, të urojmë të kalosh edhe ti dhe familia juaj pa probleme këtë situatë të vështirë. Wir wünschen dir nur das Beste für deine Zukunft, natürlich für dich und deine Familie auch nur Gesundheit und dass gut durch die Krise kommst. Danke vielmals. Edhe shihemi në emisionet rallës, në zhvillimet politike që do ndodhin në Kosovë, do të ftojmë pas zgjedhjeve të ardhshme edhe një herë për bisedime të tjera.
Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Je nachdem, wie sich es entwickelt in Kosovo, würden wir sicher wieder mal sehr gerne mit dir über das reden. Sehr gerne. Ich habe im Moment leider Zeit. Ich wäre jetzt gerade in diesen Tagen im Kosovo übrigens, wenn es die Krise nicht gibt. Aber ich komme auch gerne wieder da. Patjeta, potot, mit jetzt Chef Vienna Petin kete Mission. Potot, da musst du dich kommen, die Situation hast, in diesem Moment ich komme in Kosovo. Das ist ein guter Ersatz. Okay, hast du Kurs bisher da ja der Fundit mit Albin Kurti? Wann war dein letztes Gespräch mit Albin Kurti? Zwei Wochen vor der Wahl. Du hast auch Parasjedet vorbehalten. So kurz im Oktober. Ein Tätowier. Politiker hier, kein Kontakt mit der Opposition? Mit anderen Politikern in Kosovo hast du auch Kontakt von der Opposition? Ja, jetzt mit der Spitze von der Opposition nicht, aber durchaus vor allem von Leuten, die in beiden Ländern aktiv sind. Also Leute, die politisch aktiv sind. Es gibt zum Beispiel in der SP Leute, die bei Yvette Vendossi, aber auch die bei der LDK aktiv sind. Ah, njerëz që qëndrojnë edhe që punojnë në politikë edhe në Zvicër, edhe në Kosovë, edhe me ato ka më shumë bashkëpunim. Të kuptoj. Das wäre genau die Idee übrigens auch von dieser Reise gewesen, dass man mit der parlamentarischen Gruppe Kontakt zu allen politischen Gruppierungen verbessert. Ideja ist ganz gut, dass me shku me kretator që bashkë punojnë me politikën e Kosovës, sidomos me vetë vendosjen, me shku atje dhe me zhvillu këtë bashkë punim alo ma shumë. Kjo ishtë kon ideja, po s'ka mujtë me shku tash. Tip top! Faleminderit shumë Cvete Zvermut që ishe në Folship Show. Shpresoj të rishihemi së bashku për intervizat tira duke të pritur që ishe 4 ditë shqiptari, të të dhondorën, të të përqafu, të të prit me pije. Kështu që në këto momente po të përcillin ashtu që është nuk e ka traditë shqiptare, duke mos ta dhënë dorën, edhe duke mos përshëndetur, veç për larg në distancë, se ka traditë shqiptare, as kërkush në botë, në fakt, po unë po flasë për shqiptarët, të përcillin me duart rokitjet tona dhe me i bigat nga DJ Young Fizi, të përshëndesim edhe çdo të mirë për ty, faleminderit shumë. Në këtë albanische tradicion wird mir jetzt gerne aufstehen, Hanka, umarmen, për 3 Mal, aber gesagt, leider können wir das nicht machen, wir hoffen, dass beim nächsten Mal, wenn du da bist, wir das wieder können machen. Und bis dorthin müssen wir dich sehr untraditionell albanisch verabschieden mit einem Applaus. Jetzt ich përshëndeti dir mit traditionalische chinesische Respekt und Përshëndetje. Wir machen das nächste Mal zweimal. Gut, hier dann her, ja, beim Dürer, Dorn. Tipptopp, zweimal, ha? Dann passieren wir mit Tradit Chinesen, du gehst Përshëndetur, mit Big Up, falem dir jetzt schon.